Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es darum, dass ich meine Rubber Gun endlich komplettieren, also vervollständigen möchte. Und zwar mit einem Bipod, also diese zwei Füße da vorne dran und oben mit einem Zielfernrohr. Ich werde mich wieder nicht hundertprozentig an die Baupläne hier halten. Ich werde ein bisschen was anders machen. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Auch diese Pläne habe ich mir aus dem Internet runtergeladen. Ich werde natürlich auch wieder diese verlinken und auch das Originalvideo von YouTube, von einem Kanal, der das eben ja erfunden, gebaut hat, wie auch immer. Ja, also dann fange ich jetzt mal an, indem ich die ganzen Einzelteile, das sind die hier, für die Halterung von dem Fernglas, das will ich jetzt alles übertragen auf 4 mm Span, beziehungsweise auf 8 mm Span. Ja, und wenn ich fertig bin, sehen wir uns wieder. Ja, ich habe jetzt erstmal alles übertragen, was ich brauche. Und wie ihr hier seht, brauche ich wesentlich weniger als ja als auf dem Plan ist. Und zwar will ich euch kurz zeigen, was ich geändert habe, damit ihr das nachvollziehen könnt. Die beiden Stücke 9 und 10, das sind da die Außenteile und in der Mitte schlägt er eben diese drei Teile vor, übereinander jeweils in 4 mm. Ich habe jetzt die Teile, die ich brauche, hier auf 8 mm Sperrholz übertragen. Ja, und das reicht völlig. Also für die Stabilität, die ich brauche, reicht das völlig. Also das habe ich halt einfach ja verkleinert, dünner gemacht, wenn man so will. Davon brauche ich 4 Stück, also da muss ich noch 2 aufkleben. Da brauche ich jeweils nur ein Teil für vorne und hinten eben, weil das ja in der Mitte ist und ja, braucht man nicht mehr. Ja, das werde ich jetzt mal, also die beiden werde ich jetzt noch übertragen mit so einem Uhu-Stick, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es zu übertragen echt gut ist, das Zeug. Ja, ihr könnt es natürlich aus dem Material machen, das ihr wollt und auch mit den Maschinen, die ihr wollt. Also ich werde das alles an der Bandsäge aussägen. Da geht es einfach am schönsten, am leichtesten. Ihr könnt es natürlich mit der Hand aussägen. Ihr könnt natürlich auch mit der Stichsäge das versuchen. Oder eben mit der Dekupiersäge. Also was ihr halt habt und was halt möglich ist. Ja, also dann werde ich das jetzt mal machen. Bis gleich. So, ausgeschnitten habe ich jetzt alles. Einmal die Seite und einmal die andere Seite. So. Und das kommt dann ja, so rein. Wenn ihr beim Aussägen von den Teilen das Problem habt, dass vor allen Dingen bei den dünnen, dass hier unten ausbricht, also dass der richtige, dass es richtig kaputt geht, gibt es einen kleinen Trick. Und zwar, egal was ihr für eine Maschine benutzt oder mit der Hand oder was auch immer, nehmt einfach, also das ist jetzt recht groß, aber nehmt einfach so ein kleines Stück Abfall oder was auch immer und fräst ein Stück rein, sägt ein Stück rein und dadurch, dass das Blatt, das Sägeblatt eben genau diesen Durchmesser hat, wenn ihr das drauflegt und ausschneidet, gibt es unten so gut wie keine, ich meine, das seht ihr ja hier bei mir, da gibt es so gut wie keine Ausbrüche.
Ja, wie gesagt, also wenn ihr das so macht, gibt es keine Ausbrüche. Wenn ihr solche großen Löcher habt, dann gibt es Ausbrüche. Also das als kleiner Tipp am Rande, das könnt ihr halt überall machen. Wenn ihr so Kleinzeug aussägt, ist das ganz gut. Also, jetzt werde ich das bohren, also erstmal zusammenkleben und dann bohren und dann sehen wir uns wieder. Also, in der Zeit, wo die Teile für das Zielfernrohr trocknen, widme ich mich dem B-Pod, dem Zweibein. Diesen Teil hier vorne. Ich werde da auch mich nicht hundertprozentig an den Plan halten. Ich werde hier nicht 6 Lagen 4 mm Spanplatte aussägen, sondern 3 Lagen 8 mm Span. Und die Teile hier, wo 2 Teile sind, 4 mm, 2 8 mm. Ja, das ist einfach, geht einfacher und schneller. Okay, ich habe jetzt die Teile schon ausgeschnitten. Und jetzt muss ich es bloß noch übertragen. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe die Teile ausgeschnitten und ja, zusammengeleimt. Die Teile brauchen ja nicht zusammengeleimt werden. So, legen wir das mal zur Seite, damit es aushärten kann. Jetzt möchte ich gerne weitermachen am Bipod. Und zwar gibt es ja hier diese Anleitung, wie man aus Rundmaterial, solchen Stangen, die man kaufen kann im Baumarkt, wie man da das machen kann. Wenn man den B-Pod anschaut, sieht er schon schön aus und ja, also ich finde ihn wirklich schön gemacht, der sieht wirklich schön aus. Ich möchte es aber so machen, dass ihr sehen könnt, wie man es leichter macht, mit weniger Maschinen oder mit weniger Kosten verbunden. Deswegen gebe ich 2 Möglichkeiten vor. Das ist einmal die runde Möglichkeit, also ihr könnt einfach so ein Rundmaterial hernehmen, wenn ihr noch vom Bau, von der Waffe, die Rundhölzer übrig habt, nehmt einfach die. Die sind genauso gut wie jedes andere. Ihr könnt aber auch Vierkantmaterial hernehmen. Das funktioniert genauso wie das Rundmaterial. Ihr sägt da einfach diese Nut hier rein, damit es da drauf passt. So halt, ne? Also ihr könnt es aus einem viereckigen Material machen, genauso wie aus einem runden Material. Es macht absolut keinen Unterschied, ist genau dasselbe. So, das können wir wegtun. So. Da ich das alles ein bisschen einfach halten möchte, werde ich jetzt hier dieses Rohr nehmen. Rohr sage ich schon. Das ist 15. Komisches Maß. Dieses 15er oder was haben wir da noch? Das hier ist doch vom Rohr, oder? Das ist 16. Und das da hinten ist. Oh, wo bist du? 18. Also dann werde ich jetzt 18er hier nehmen. Das ist das Material, was übrig geblieben ist vom ja, Rohr oder vom Gewehrlauf. So, genau, Gewehrlauf. Aus dem einfachen Grund, umso dicker das Material ist, umso größer ist die Wandstärke. Wenn ich jetzt hier das muss ja weg hier. Das muss ja alles weg.
Und umso größer die Wandstärke hier ist, umso stabiler ist es. Ja, Entschuldigung, wir wurden wieder unterbrochen. Ich werde jetzt diesen B-Pod nicht aus zwei Rundmaterialien machen, sondern aus einem. Ich habe das jetzt zusammengerechnet. Die Länge hier ist 112, die Länge hier ist 78. Dadurch, dass das untere Teil hier einschlupft, habe ich das einfach abgerundet auf 180 mm, also mache ich jetzt da zwei 18 cm Stücke ab und säge dann gleich auch, wenn ich schon an der Säge bin, diese Nut rein, diese 8 mm Nut. Ja, also bis gleich. Ja, Freunde, ich bin jetzt ein ganzes Stück weiter gekommen. Ich habe für den B-Pod, für diesen Ständer, soweit alle Teile fertig. Passen auch schön hier rein. Na, dasselbe gilt hier. Ich habe das mit einer Säge reingesägt, mehrmals, und dann innen drin schräg gesägt, so dass ich hier unten eben ja diesen Absatz bekomme. Gebohrt habe ich, dann habe ich hier gesenkt, damit es schön sauber ausschaut. Hier habe ich mit einem Forstner Bohrer 16 mm gebohrt, weil am Gewehr ist das hier 16 mm und das kommt ja hier drauf. Ne? So, ja. Habe mir hier auch viel Mühe gegeben, dass das alles schön sauber ist, dass es auch später alles funktioniert. Ich habe hier 6er Löcher reingebohrt, da steht 5 drauf. Ich habe keinen 5er da gehabt, deswegen 6. Ganz einfach. So. Also gut, Freunde, nachdem ich zum 1000. Mal heute unterbrochen wurde, versuche ich jetzt mal weiterzumachen. Schauen wir erstmal auf den B-Pod. Ich habe die Sachen ausgeschnitten, zusammengeleimt, verschliffen, überall die Kanten gebrochen, dass es schön aussieht, und zusammengeleimt. Alle Löcher habe ich natürlich gesenkt. Hier auch das große, dass es sauber ausschaut, und hier läuft hier dann später was drin, und das soll ja auch sauber laufen. Ihr könnt das natürlich auch alles machen ohne Maschinen, indem ihr ganz einfache Schmirgeleien nehmt oder auch Feilen, so eine grobe Feile zum Vorfeilen und feine Feilen halt zum Sauberfeilen. Ja, also das ist überhaupt kein Problem, das kann man alles mit der Hand machen. So. Und jetzt gibt es eben diese Beine, die ich eben aus einem Stück gemacht habe. Ich könnte jetzt noch hergehen und zum Beispiel an der Schleifmaschine hier noch irgendwas reinschleifen oder so. Muss ich mal schauen, vielleicht mache ich das noch. Jetzt ist natürlich hier im Bauplan das gedacht, dass das so ist, dass es hier unten eine Schräge ergibt. Das gefällt mir nicht, deswegen habe ich hier schon mal so eine Halbkugel dran geschliffen. Gefällt mir besser. Wie gesagt, kann jeder nach seinem Empfinden machen, wie er es am schönsten findet. Na? So, ja, und jetzt kommen wir zum nächsten, nämlich zu der eigentlichen Funktion der Beine. Nämlich hier drin, da kommt ein Loch ein. In dem Loch ist vorne ein Stück Holz und dahinter eine Feder. Das geht darum, dass wenn das, ihr seht ja hier diese Einkerbung, diese drei. Wenn ein Bein auf einer Seite ist, dann rastet das nämlich durch die Feder ein und geht nicht so leicht hin und her. Also es sitzt fester.
Und auch dasselbe gilt natürlich, wenn ihr es wegklappt, dann bleibt es weggeklappt. Um das Ganze zu vereinfachen, benutze ich einfach eine Feder von einem Kugelschreiber. Hat jeder zu Hause rumliegen, ne? Kostet nichts. Ja, also die benutze ich dafür. Zwei Stück natürlich, weil auf zwei Seiten. Ja, also dann bohre ich dann jetzt hier rein mit einem, muss ich jetzt mal schauen, wie dick ist das? Machen wir 6. Ja. So, ja, Loch bohren. Ich habe jetzt einen 6er Bohrer, weil ich ein 6er Holz habe. Ihr seht ja hier auf dem Plan, wie tief das Loch reingeht. Also hier steht ja 37 plus 33 cm. Okay. Da das 1:1 gezeichnet ist, kann ich einfach den Bohrer eingespannt so hinhalten und weiß, welche Tiefe ich brauche. So. Und jetzt muss ich jetzt hier reinbohren. Dann muss ich ein Stück hierher. Fertig. So, jetzt muss ich mir zwei Holzstübel da abschneiden, und zwar 16 mm, oder? Ja, 16 mm. Und dann schaue ich mal, ob das funktioniert. Bis gleich. Also, jetzt schaue ich mal, ob ich alles richtig gemacht habe. Ob das da funktioniert. Zuerst die Feder rein. So. Dann das Stück. Das ist echt blöd. So. Okay. Geht also nicht. Ich werde wahrscheinlich das hier etwas runder machen müssen, damit es besser hin und her geht. Ja, aber jedenfalls ist es soweit fertig, der B-Pot. Ich werde jetzt noch alles wieder auseinanderbauen. Die Beine werde ich beizen, damit es vom Aussehen halt zum Gewehr passt. Das hier oben werde ich so lassen, aber die Beine möchte ich gebeizt haben. Ja, so viel zum B-Pot. Dann mache ich jetzt mal weiter mit dem Fernglas oder Zielfernrohr. Der B-Pot ist jetzt fertig, wie ihr seht. Ist echt schön geworden. Jetzt natürlich an der Befestigung vom Zielfernrohr möchte ich jetzt weitermachen. Ich werde erstmal die Löcher bohren. Hier und hier. Zweier, damit ich den Nagel da durchkriege.
Und dann werde ich alles so ein wenig schön sauber machen, damit es schön aussieht und alles flutscht. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, Freunde, hier sieht es etwas chaotisch aus. Ich habe die Teile jetzt fertig gemacht. War ja nichts Großartiges mehr zu tun. Habe dann hier aus einem Nagel, den ich mit so einem kleinen Flexblatt abgelenkt habe, habe ich hier eben rein, dass sich das bewegt. So, und jetzt kommt es zum eigentlichen, wie soll ich sagen, anders machen. Und zwar, im Original ist das Fernrohr, das Zielfernrohr rund. Im Originalvideo wird gezeigt, wie man sich aus einer Bohrmaschine eine Mini-Drechselbank bauen kann, um das eben zu drechseln. Die Voraussetzung, um so etwas zu drechseln, ist erstens, ich brauche das richtige Holz. Ich kann nicht jedes Holz drechseln. Zweitens, ich brauche Stemmeisen oder eben spezielle Drechseleisen, um drechseln zu können. Und drittens, ich brauche Erfahrung. Drechseln ist schweinegefährlich. Man kann sich da wirklich ganz leicht verletzen. Und daher rate ich davon ab, für Leute, die das noch nie gemacht haben, ohne Unterweisung, ohne dass es einer einen zeigt, das zu machen. Rate ich komplett von ab. Ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe mir... Wo ist er? 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 Wo versteckt er sich? Er ist jetzt auch egal. Ich habe mir einfach eine Latte hergenommen, die von den Stärken her ähnlich dem Fernrohr ist, einem Zielfernrohr, und habe drei Teile abgeschnitten. Einmal das vordere Teil, einmal das hintere Teil und das mittlere Teil habe ich auch wieder anders gemacht, komme ich auch gleich dazu. Habe einfach das Teil genommen, eben die kleinen Trümmer hergenommen, habe die Kanten schön gebrochen, alles sauber gemacht, habe von der einen Seite reingebohrt und dann nochmal mit zwei verschiedenen, also zuerst habe ich mit zwei verschiedenen Größen von Forstnerbohrern vorgebohrt, damit es ja, schöner aussieht als einfach nur ein Loch durch. Und dann habe ich eben, wie gesagt, das Loch durchgebohrt. Das habe ich bei beiden Teilen, rechts und links, eben gemacht. Und bei dem mittleren Teil, da habe ich dann eine stärkere Latte hergenommen, habe da einfach bloß oben die Mitte angerissen und so, habe da ein Loch durchgebohrt und die beiden anderen Teile habe ich dann außen ran. So. Und das ist das Ergebnis. Na, das sind zwei gleiche Teile, eckig. Einfach nur ein bisschen hier die Kanten gebrochen, hier ein bisschen schräg gemacht, aber das muss man ja nicht machen. Hier habe ich reingebohrt und also ich finde es schön, ist simpel und einfach. Ich habe dann hier noch von einem Besenstiel habe ich noch zwei so Scheiben abgeschnitten und mit der Säge dann so kleine ja, Dinger halt reingesägt, damit es halt aussieht, als wäre das halt zum Drehen. Ne? Ist mir halt so eingefallen, keine Ahnung. So, und jetzt kommen die Teile hier hin. Und das mache ich jetzt. Ich werde natürlich zuerst mal vorbohren müssen und dann schauen wir mal, wie das wird. Bis gleich. Freunde. Fertig. Der V-Pod ist hier vorne. Das Zielfernrohr ist hier.
funktioniert alles sehr gut. Ja, und damit ist das Gewehr komplett fertig. Wie gesagt, das ist mein eigenes Design bei vielen Dingen. Allerdings kann ich euch den Kanal von RB Guns, also Rubber Guns, nur wärmstens ans Herz legen. Also das ist wirklich toll, was der da macht, auch mit Revolvern und Desert Eagle und was nicht auch alles, Single Shot und sogar eine Uzi, die er gebaut hat. Also ist wirklich witzig und wie gesagt, es macht halt echt tierisch Spaß, sowas nachzubauen, auch wenn es nicht wirklich einfach ist. Doch wenn man am Schluss dann eben eine funktionierende Waffe hat, also was heißt Waffe, Spielzeug hat, es ist schon irgendwo witzig. Da werden die ältesten Erwachsenen wieder zu Kindern. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Probleme habt, wenn ihr nicht weiterkommt, fragt einfach, schreibt mich an auf YouTube oder auf Facebook. Dann bis zum nächsten Mal.